Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der neue E-Stack Porsche Supercar 911 ist da, wie versprochen. Hat ein bisschen länger gedauert, bis ich anfangen konnte jetzt, aber ja, schauen wir mal, was rauskommt. Der ist nicht für eine originale Sache, aber wird wieder gut. Ich habe schon mal reingeschaut, aber das ist etwas komplizierter aufgebaut, das Ganze. Das ist immer mit Elektromotor und immer ohne Elektromotor, was wir bestellt haben. Aber ich habe es versucht auseinanderzuwursteln hier. Schauen wir mal, was draus wird. Doch ein Porsche. Aber wer ist es denn genau? Los, ich bin mal gespannt bei der nächsten Seite, ob er nicht durcheinander kommt. Schlechter Qualität, gut. Das ist gut. Bau jetzt 3, 4, ja, das ist nämlich 4, 5, ja, das ist ein bisschen komisch gemacht hier, aber ich bleibe jetzt bei grün und da ist der Elektromotor dabei, ja, den bauen sie ja später auch ein und dann nehmen wir Teil, wo sie nicht, ne, einbauen können, sag ich mal, ersetzen sie gegen was gebautes halt, aber das werden wir erleben, ich hab's verstanden und ich muss mir das mal angucken, so, ich sitze auf dem Balkon und denke mal, hey, die Anlage ist irgendwie komisch, so. Irgendwas stimmt da dran. Es ist einfach nur zwei verschiedene Bauschritte gemacht. Jetzt geht's los schon wieder mit den Spezialteilen. Komm schon. Es sind ja zwei Stück dabei, jeder mal. Noch das dazu. Verkehrt rum. Da geht es schon wieder gut los. Ne? Wenn man nicht aufpasst, ne? Fressen die Rabe und so. Da kommt eine Garde, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Es ist ja wieder ein zauberhafter Anfang da, finde ich. Mal schauen. Und so ist alles gut, ja, kann man mich verstehen. Ich habe noch gar nicht geguckt. Ich denke aber, dass es funktioniert. Das letzte Mal war es ja auch relativ gut. Es blendet doch ein bisschen. Ich muss das Ganze ein bisschen hierüber verlagern. Da blendet es mich nicht so. 7. Okay.
Ich wollte eigentlich eine Anleitung online wieder haben, aber ich habe sie nicht gefunden. Das ist ein cooler QR-Code dabei. Da wird man zu einer komischen Seite gelinkt, aber nicht zu dem, was ich eigentlich erhofft habe. Blind oder was? Emo. Es geht ja schon wieder gut los. Ich hoffe, die haben richtig abgepäckelt. Ja. Wieder die Sache. Oder losgehen. Ich hasse das Mikrofon. Ich muss mir eins kaufen. Ab und zu ist es nicht ganz so okay, finde ich, der Ton. Ah, naja, da müssen wir irgendwie durch jetzt. Oh, kein Wunder. Abgelenkt, in die falsche Kiste gegriffen und Feierabend. Der wird super. Der wird super. Das sage ich euch. Das sind die falschen.
Okay, das habe ich so auch noch nicht gesehen, das Bild. Wow. Herrgott, Zwickel, das gibt's doch nicht. Ich werde wieder so eine Ernst sein. Krieg schon direkt Ausschlag. Moment. Nehmen wir einfach mal das jetzt. Das ist halt so schlimm. Da steht zwar 4 drauf, aber das sind so wenig Teile drin, dass ich vermute, dass es vielleicht doch die Teile sind, die fehlen, ne?
grausam manchmal, wenn man nichts findet. Schon wieder. Schwer drauf oder was? Ist ja krass.
das jetzt das Teil, das der Motor ersetzen soll. Ja? Nee. Doch, das ist das Teil, das der Motor ersetzen soll. Und jetzt geht's du los mit dem ersten Achsschenkelbau. Genau. Ah, noch nie gebaut, sowas. Ist jetzt neu. Erstmal Spurverbreiterung. Weil Spurverbreiterung muss einfach sein. Geil. Cool. Da muss man erstmal drauf kommen. Ja, dass man eine Spur so verbreitert. Schicko. Jetzt spannend. Spannend darf ich sag's an. Nicht mal auf den Post kann man gehen, das ist aber saukomisch jetzt.
Schauen wir mal. Das wird komplex. Das ist so ein komisches Teil wieder. Auch wieder dabei, wie lang es drauf muss. Warum kann man das jetzt nicht hochstecken? Ach du Kacke, jetzt habe ich es kapiert. Alter Schwede, ja. Das ist als erstes, das ist sowas komisches Bauto an Achs. Jetzt das, das und das mit neu. Alter.
Irgendwas hat uns rausgeschossen, eben. Naja, solange es noch geht, geht's noch. Sehr gut. Kriminell technisch hier. So. Da kannst du aber mal richtig verzetteln, gell? Das kommt jetzt. Stimmt schon so. Ich habe mich nämlich schon gefragt, warum das so komisch aussieht. Dieses Zwerle. Kein Zwerle ist. Dass die Zeichnung so klar aussieht, ja. Erster neu. Ist das dort dazwischen?
Holy shit, was geht? Du durch. Ganz schön kriegt eben. Aber wie? Jetzt das Teil. Ganz schön verwischt eben schon, ja. Also, wenn man da nicht aufpasst, ist wirklich alles zu spät. Du baust das komplette Ding nochmal auseinander. Das ist erst die erste Achse. Nochmal der neue 17. Aber jetzt kommen zwei große Stämme. Eins. Ich fürchte, die kriegen mich noch als Bemol. So ist es nicht. Technische Herausforderungen hier. C, 9C. C.
Ende der Ich kann's euch sagen. Oliver. Ne, wie weit? Läuft jetzt zur Liga. Ins Bauen neu erfunden, ehrlich. Was bauen die da zusammen, ey? Dann geht es mit 22 hier weiter, ja? So. Dann muss man das Ganze einmal so rumdrehen oder was? Nö.
so rumdrehe. Ich denke, jetzt kann ich das Teil noch draußen lassen. Ne, es muss schon mit neu. Und so, ziehen wir uns nochmal auf da. Es geht los. Es dreht sich was. Motor ist eingebaut. Motor. Ersatzmotor. Die nächste Zeit.
Nächste Seife, würde ich sagen. Was sagt die Uhr? Ja. Vielleicht noch ein Stindel. Alles Roger. Alles Roger. Kazi-Pause muss abends zu sein. Was zu trinken holen und so. Was zu trinken wegbringen und so. Das ist ja wichtig. Der Lümmel neu. Für Elmo gebaut, wenn man es das mal irgendwie kriege, schätze ich. Schätze ich. Ich weiß nicht, ob es vorne oder hin ist. Ich denke, es ist hin. Breitbau. Verbreiterungskit hier. Muss ich mal A merken und B irgendwann stelle ich mal aus beste Porsche, die ich gebaut habe, einer zusammen und baue selbst einer. Was nur noch ein bisschen unklar ist, wo ich verschiedene Teile herkriege. So, Einzelhersteller gibt es da. Oh, die ist wieder. Schwieriger gewesen, eben. Man will sie nicht gleich kaputt machen. So rum. Kamerad. Ist das, was wir wieder aufheben jetzt, bis wir so weit fertig sind.
28, 29. So, das jetzt da hin. Und dann wieder von der Seite mit dem So. Jo, jo. Jo. Hoppla. Alter Schwede. Was ist eine Konstruktion? Oh, schmeckt wie Tütgummibär. Sache ist, da wird noch ein, zwei Gummibärchen draufgehen.
als Nervennahrung her. Puh, wo in der Materie stieg ich jetzt, gell? Jetzt sind doch schon ganz schön spannend zwischen, ne? Vergisst man schon was essen, trinken und so. Crazy Aufhänger. Crazy. Gut.
Oha. Alter Schwede, das ist heftig gebaut, Mann. Da gehst steil die Wand hoch. Das finde ich nicht noch einmal. Sag ich euch. Nicht schlecht. Das Teil rumgedreht war. Dann soll das irgendwie da zusammenkehren jetzt. So, und das Teil dürfen wir auch nicht vergessen. Und das Teil dürfen wir nicht vergessen. Da. Da geht's weiter für uns. Ja, das ist alles noch 39, 40, 41 und du gehst mit 39 los auf der Seite. Schätzungsweise kommt das Video über. Sachte Mensch. Ü plus. Dü plus. Oh. Mensch verpasst vielleicht, ja.
Heiliger Heckspoiler. So. Sorry, wenn das Salz weiter an die Brust nimmt, gell? Es geht aber ach schwer. Puh. Aha. Schlick. Da ist die Axt raus. Das war nix. War nix zurück. Hier. Oh, flieg. Hilfe. Hilfe. Der Dick. Also du, die Ingenieure, du hast alles gäbe, glaube ich. Aber komplett. Jetzt wo ich das so baue, denke ich mir jetzt vielleicht doch lieber das mit Motorcycle. So robust gebaut, dass man fertig ist. So. Jetzt sehen wir dieses, jenes. Gray, Silber, schon die Auspuffanlage da jetzt.
gar nicht mehr jetzt so grau. Es ist nicht so wild. Grau, also ist gleich irgendwas. Komm schon, was ist eine Hülse? Hülsetiere. Hülse. Man sieht es kaum, dass die auch noch drauf kommen. Jetzt umgeturnt hier. Dann kommt es mit dem Außen. Ist ja egal, es dreht sich, stimmt. Vierer.
Was ist jetzt das so zwei Schwarze? Das ist doch blau normal oder andere ist nur rot. Fangen wir da ein bisschen Fetz. Mensch, das Licht, gell? Jetzt kommt. Steckt. Zeichnung wieder mit und ohne Motor. Boah, geile Technik halt. Geht was. Es gehört noch umgedreht. Elektrik, aber nicht 44 so mal. 3, 4, 3, da geht es jetzt los, ne? 43, 44 wieder. Und wann kommt jetzt wieder 44, ne? Das ist es ja. Naja. Dann wird 44 ausfallen. Ja, 44 ausfällt. Was natürlich gar nicht so cool ist. Du hast einen Fehler in der A-Leitung, definitiv. Ist ein Fehler in der A-Leitung. Ich habe hier 39, ich habe hier 40, 41, 42, 43. So, jetzt ist das so fertig. So. Das ist abgesteckt, jawohl. Und die Nippel sind drin. Jetzt kommt noch einmal 43, komischerweise. Und dann bauen sie die zwei Bodenplatten da drauf. Okay. 44 muss ich dann irgendwie auslösen oder was? ...45 Dämpfer einbauen, 46, 47. Wie gehabt, einfach weiterbauen dann. Ohne, dass ich die Elektrik einfach einbaue. Ha! Das ist crazy, Mann. Die wollen mich drauf schicken. Da haben sie eine Zahl. Da drin. Ich brauche das ja auch alles hier. Komplett, ob du jetzt in Motor drin sitzt oder nicht. Genau. Weil das ist nicht noch einmal aufgeführt jetzt. Das kommt zwei, das. Sorry. Das
Der wird riesig. Also jetzt, wo man die Dinger so sieht. So, jetzt machen die doch mit Elektrik weiter. Das haben wir natürlich nicht. Wir schalten uns jetzt wieder ein. Und machen hier mit Dämpfer weiter. Verflucht, Herr. Gott sei Dank habe ich mir nicht weh gemacht. Da sind wir ja immer Klimpflichte vorgekommen, ja. So. Aber was ist straffes Fahrwerk? Mega krass. Mega straff. Scheiß Fingernagel umgebrochen. Komm schon. Nur diese Kamera.
denke, dass ich den Bauschritt 2 jetzt erstmal nicht abbrechen werde. Das muss bis morgen warten, auch wenn da noch so Teile übrig sind. Ich denke, das kommt alles noch irgendwo hin. Und ja, das war jetzt schon mal relativ erfolgreich hier und robust abgeliefert, sag ich mal. Mit zwei heimtückischen Anfangsfehler. Aber da kommt man schnell rein, ne? Ein kurzer Federweg, das ist pervers. Ich denke, mit den Rose-Radläufen ist es auch ein Problem, das irgendwie abzufangen. Ja. Okay. Auspuff. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein.